Hallo Matze. Hallo Thorsten. Und wie ist es da oben, die Aussicht? Hier ist schön, hier scheint die Sonne. Guck mal, ich bin das Gipfelkreuz. Hallo. Jo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute sind wir am Mittenwalder Höhenweg, beziehungsweise wollen wir den Mittenwalder Höhenweg machen. Und wir machen vorher jetzt noch den Karwendelsteig. Wir sind gerade mit der Karwendelbahn hochgefahren. So ist es. Und der Karwendelsteig geht da lang. Ich schwenke euch mal darüber. Der hat C. Schwierigkeit C, danach Mittenwalder Höhenweg. Und der ist da lang. Geil, Alter. Und wir haben ein gutes Wetter. Heute haben wir gutes Wetter. Wolkenmix. Genau. Bisschen windig ist es, aber egal. Perfekt, die Sonne scheint, kein Regen, was will man mehr. Also, ich würde sagen, let's go. So Freunde, ihr kennt das ganze Spielchen, Klettersteigset anziehen, alles soweit vorbereiten, nochmal Partnercheck nicht vergessen. Und ja, dann geht's auch schon los in den Karwendelsteig. Hier alles super beschildert, einfach der Beschilderung folgen und ja, dann geht's hier erstmal ein bisschen bergauf, bis ihr dann nach kurzer Zeit am Klettersteigeinstieg angekommen seid. So, wir sind gerade am Karwendel-Klettersteigeinstieg. Heute haben wir ja jemanden dabei, der heute das erste Mal im Klettersteig ist. Thorsten erklärt ihm gerade alles nochmal. Und ja, die Aussicht ist auf jeden Fall ultra. Ich freue mich schon, wenn wir dann mal oben sind. Nehme ich euch auf jeden Fall mit. Hinter mir ist auch geil, ich ziehe euch mal raus. Okay. Ihr seid so ready, oder? Ja, hier kommt schon die erste Schlüsselstelle, gell? Also was du dir gleich mal merken kannst, immer schön die Arme lang machen, wie beim Bouldern. Weil erstens kriegst du dann mehr Druck an die Wand, an den Füßen, weil hier hast du jetzt keine Tritte und nichts, weißt? Hier noch ein paar kleine Infos nebenbei, und zwar den Karwendelsteig erreichst du über die Karwendelbahn. Bist du dann an der Bergstation der Karwendelbahn, geht's für dich in den Klettersteig rein. Dabei gilt's für dich 75 Höhenmeter zu überwältigen und mehrere A- und B-Passagen und aber auch C-Passagen, also nicht unterschätzen. Bist du dann oben an der westlichen Karwendelspitze, heißt erstmal am Gipfelkreuz abklatschen, standesgemäß natürlich. Dann geht's auch schon wieder zurück. Ebenso über den seilversicherten Pfad. Dieser geht aber nicht auf der Route zurück, die ihr hochgeklettert seid, sondern ja gesondert nebendran vorbei. Seid ihr dann da wieder runtergekommen, heißt entweder wieder in die Bahn einsteigen und runterfahren, dann seid ihr wieder am Parkplatz, oder ihr macht so wie wir einfach mal noch den Mittenwalder Höhenweg hinterher. Hallo Matze! Hallo Thorsten! Und wie ist es da oben, die Aussicht? Hier ist schön, hier scheint die Sonne. Geht's da weit runter? Ja. Hättest du halt Nein gesagt. Nee, das geht nicht weit runter. Okay, dann komme ich. Passt. Es ist einfach nur geil. Also der Karwendelsteig macht richtig Bock. Wir sind jetzt dann auch gleich oben. Nee, ich laber Scheiße, da geht es noch ein bisschen weiter. Aber wir sind jetzt mit dem C- oder BC-Stück durch. Ich schreibe es mal schnell unten rein, was genau jetzt für eine Schwierigkeitsstufe das war. Und weiter geht's hier mit B. Ganz entspannt, perfekter Klettersteig zum Reinkommen, würde ich sagen. Den zweiten da unten geht es auch gut und ich glaube, das wird heute ein richtig cooler Tag. Wir hatten gerade das Thema mit Einhängen auch in A-B-Passagen, und zwar habe ich gerade eben schon gesagt, selbst bei solchen leichten Passagen, wie hier zum Beispiel, bist weit weg genug, aber du hast es vielleicht in der Hand, du kannst vielleicht sagen, okay, mir reicht ein Clip zum Einklippen. Kann ja auch sein, dass du das richtig machst, aber was ist denn, wenn der Fels unter dir auf einmal heute sagt, hey, jetzt breche ich mal weg? Weil manche Klippen, also in der Regel wird so geklippt. Ich habe hier aber auch schon Leute gesehen, in diesem Klettersteig, im Mittenwalder Höhenweg, war eine, die hat das so gemacht, schön Selfies gemacht oben am Grat. Hier ist der Bandfalldämpfer außer Kraft gesetzt, da hilft dir gar nichts mehr. Da kannst du ihn gleich weglassen. Also immer beide dran lassen. Beim Posteinklammsteig ist auch einer leider gestorben, an eigentlich einer sehr leichten Stelle. Ja. Vorne dran war aber auch ein Seil dran. Also da müsst ihr euch einfach mal
schlau machen bei, ich glaube, alpin.de oder so. Da gibt es so eine ganze Auflistung von Bergunfällen und das ist was von Mai bis jetzt, August, passiert ist wirklich nicht mehr normal. Es hat immer mehr zugenommen dieses Jahr. Also lieber ein bisschen mehr vorsichtig sein als nachlässig und dann, man lebt nur einmal. Seht ihr, ich habe da ein kleines Raupi gefunden. Hey Matze, wie gefällt dir der Steig? Gut. Ich finde den super. Ich finde ihn auch gut. Oder hättest du dir mehr Zeh gewünscht? Nee. Ich finde es echt, ist mal was anderes, so eine Gratkraxelei. Ja, macht Spaß. Ja. Und ist jetzt auch nicht so easy peasy wie... Ja, vor allem, da muss man schon auch aufpassen, wo man hintritt. Alter, hinter mir, seht ihr das? Da kommt voll die Nebelschwarte reingezogen, das sieht ja mal ultra geil aus. Da oben ist auf jeden Fall schon mal das Gipfelkreuz. Gleich sind wir da, dann ist der Karwendel-Klettersteig schon mal abgehakt. Geil. Hey Matze, der Gipfel ruft. Der Gipfel ruft. Hey Thorsten, der Gipfel ruft. Hey. So, jetzt wird das mal abgeklatscht. Bam. So, den Karwendelsteig haben wir jetzt durch. Jetzt geht's weiter Richtung Mittenwalder Höhenweg. Ich muss euch ehrlich sagen, irgendwie habe ich schon gar keinen Bock mehr, wenn ich da vorne sehe, was da für Menschenmassen wieder in dem Steig drin hängen. Naja, schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Bestimmt. Wir haben ja auch noch ein paar Meter Abstieg vor uns. Also wir versuchen jetzt, weil wir das Zeug schon anhaben, weil wir den Einsteig gemacht haben, schon so viele wie möglich zu überholen, dass wir gut reinkommen. Ja. Aber gut, wenn es nicht geht, dann geht es halt, nicht. Kann man auch nichts machen. Aber gut, werden wir ja gleich sehen. Ja. So Freunde, hier mal ein kurzer Überblick. Hier vorne geht es dann irgendwo los. Dann geht es hier entlang, immer am Grat entlang. Dann geht es hier drüber. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich habe noch nie so einen speckigen Stein gesehen, Junge. Das ist ja übel. Hier ein paar kleine Eckdaten über den Mittenwalder Höhenweg. Diesen erreichst du von der Bergstation der Karwendelbahn in ca. 15 Minuten. Dann heißt es für dich 3-4 Stunden Gratkraxelei und dann ein Abstieg von 2-3 Stunden. Diesen sollte man nicht unterschätzen. Wer Knieprobleme hat, sollte sich auf jeden Fall Wanderstöcke mitnehmen. Ahoi, ahoi, Leute, wir haben Stau im Klettersteig. Ja, also hier geht's schon los. Wenn ihr hier seid, kalkuliert auf jeden Fall einen Stau mit ein. Ausblick. Super. Tipptopp. Stau ist scheiße, aber gut. Ist halt so. Weiß nicht, ob ihr das da vorne sehen könnt. Lauter Schafe. Das ist ja witzig. Hey Thorsten, du sollst nicht so viel am Handy rumspielen. Ja, verpiss dich. Hier kommt das Video raus. 5 Millionen Fotos, aber den Steig nicht geschafft. Ja, Freunde, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es war einfach nur atemberaubend. Wir hatten perfektes Wetter dafür. Es ging berghoch, es ging bergab, über Bretter, über Leitern, hoch und runter. Es war einfach nur genial. Also der reinste Genussklettersteig. Den müsst ihr unbedingt machen. Aber passt wie immer halt auf euch auf. Es kann auch gefährlich werden.
aussichtsmäßig ist schon richtig geil hier, muss ich sagen. Freunde, ich muss euch echt was sagen. Manchmal, wenn ich in den Bergen bin und ich stehe dann an solchen Passagen wie hier und schaue bergab oder schaue in die Ferne, komme ich mir so klein vor. Und wir Menschen sind auch ziemlich klein im Vergleich zu den Bergen. Das ist unglaublich, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass so ein kleiner Mensch auf so einen Berg hinauf wandert oder raufklettert. Das ist manchmal echt unglaublich, da fehlen mir echt die Worte manchmal. Nicht erschrecken, die Stufen sind ein bisschen locker, gell? Ja. Am meisten Spaß macht mir so eine Aktivität natürlich. Gemeinsam mit Freunden, sich gegenseitig Tipps geben. Ich muss unbedingt auch die letzte Stufe nehmen. Einfach gemeinsam was erleben und die Erinnerung für immer im Kopf zu behalten, ist doch irgendwie geil, oder? Geht's euch auch so? Ja. Sehr gut. Schau dir das an. Boah, geil. Sexy. Mittlerweile waren wir schon ein paar Stunden unterwegs und ja, gemeinsam diese geile Route zu gehen, war schon der absolute Hammer. Und natürlich durfte der ein oder andere Spruch und die ein oder andere Tradition nicht fehlen, zum Beispiel die hier. Kein Gipfelkreuz ohne Abklatschen, Leute. Das zählt sonst nicht. Bam. Nummer 3. Hey Kevin, ohne Abklatschen gilt es wenig, gell? So langsam aber sicher näherten wir uns doch dem Ende der Tour. Wir waren zwar noch eine gute Weile unterwegs ab dem Zeitpunkt hier, jedoch hatten wir noch ein Gipfelkreuz vor uns, welches wir natürlich unbedingt erreichen wollten, und abklatschen ist klar. Was man aber gemerkt hat, ist, jeder von uns war richtig ausgeglichen und zufrieden. So kam es mir zumindest vor. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Da kann man doch nur zufrieden sein, oder? So Freunde, jetzt geht's dann da drüben wieder hoch auf den nächsten Gipfel. Dann geht's dann hier nochmal drüber. Das müsste dann der letzte sein und dann ist dahinter, ne, da dahinter ist glaube ich nochmal einer. Und dann geht's an den Abstieg. Genau, oh, richtig. Genau, ja. So sieht's aus. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, sehr schöne Runde, aber es wird jetzt auch leicht etwas windig. Ja, aber es geht. Dann ist wenigstens nicht so heiß. Und stödö! Bam! Hier lacht er dich an, Matze. Guck mal, ich bin das Gipfelkreuz. Hallo! Hier bin geil. Ich. Und bisher. Geil. Kieswerk Zimmermann, Sie haben bestellt. Einmal, wie bitte Kies zum Mitnehmen. Wie viel Kies möchten Sie haben? Alles. Ja, wen haben wir denn da? Hello. Komm her. Na komm. Ja, fein. Alter. Ja, fein. Gar nichts, ich hole mein Handy raus. Ist ja geil. Hallo. Das ist dein neuer Freund? Ja. Wie heißt er? Falti. Falti. Hallo Falti, du kommst jetzt mit. Okay, zieh dein Klettersteig. Auf den Klettersteig. Los geht's. Komm, los geht's. Ich nehme dich mit auf ein Abenteuer. Setz dich auf meinen Helm. Oh, hast du geschissen oder war das Falti? Nein, das war Falti. Ja, genau. Sind wir doch mal ehrlich, das sind solche Momente, die bleiben einfach im Gedächtnis. Die wird man auch nie wieder vergessen. Und ich finde es halt immer wieder cool, solche Momente eben auch auf Kamera aufzunehmen. Denn die kannst du dir immer wieder anschauen und einfach nochmal drüber lachen, weil es echt witzig war.
So Leute, wir haben uns jetzt gerade umgezogen, sind gerade am Scheiße labern die ganze Zeit. Aber egal. Für uns geht's jetzt erstmal runter in die Talaronhütte. Ja. Für uns geht's jetzt runter in die Brunnsteinhütte. Wir sind 1,15 angegeben. Mal schauen, ob das hinhaut. Und ja, ich würde sagen, let's go. Das Radler, das schreit schon nach mir, oder? Matze, komm und trink mich. Los geht's. Leute, wir haben gerade gegessen. Also der Kevin, der schwächelt schon wieder hier. Der schafft es nicht mal, sein Radlermaß auszutrinken. Also ich bin komplett am Arsch. Bin echt schwer enttäuscht Sag, von dir. Sag, der Spezi trinke. Aber hey, Thorsten, erzähl mal, was müssen wir denn jetzt eigentlich noch laufen? Also wenn ihr es genau wissen wollt, dann haben wir die Hälfte. Von der Strecke haben wir die Hälfte geschafft. Ungefähr. Ja. Wir haben so 6-7 Kilometer geschafft, aber der anstrengendste Teil ist hinter uns. Mhm. Geil. Also meine Füße tun mir auf jeden Fall schon übelst weh. Aber egal. Durchziehen. Besser als mit der Sonnenbrand. Ja, Sonnenbrand gab es auch noch kostenlos dazu. Ja, was soll ich sagen? Bleibt mir eh nichts anderes übrig, als da runter zu laufen. Hey Thorsten. Ja. Hier wird nicht geschlafen. Servus. Also in diesem Sinne würde ich sagen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da und vergesst auch nicht die Glocke zu drücken, damit ihr keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Servus. Matze, dein Einsatz. Tequila. Was hast du dir gelaufen? Blase. Zeig mal. Boah, aber diesmal. Zeig mal deine verstunkenen Käsfüß. Diesmal anders dick, Alter. Zeig mal. Schau mal. Oha, hier, schau mal. Ja? Siehst ja, du Junge! Siehst das du ist ja. Boah, das ist ja. Boah! Aber schau mal die an! Schau mal die an! Hier! Wo? Siehst du die am kleinen Zeh? Ja. Schau mal. Das ist ja Blase. Woher hat Blase sein Vater? Hat er sich eingelaufen? Ja.